Ja, moin Leute, Smuggler am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und meinem Li Ming Guide, denn ich habe mich eine Weile mit ihr beschäftigt mittlerweile, seitdem sie live ist, vorher schon auf dem PTR-Server und habe so ein bisschen herumexperimentiert. Ich habe mein erstes Video von Li Ming mit ihrem W-Bild gemacht. Die hat mir Spaß gemacht. Ich muss allerdings sagen, es ist relativ anstrengend, die W immer so zu platzieren, dass man 80 oder mehr Prozent bei der W hat, bevor sie platzt, damit du den CD wieder bekommst. Und das ist im Endeffekt so das Nonplusultra, damit der W-Bild funktioniert. Der Q-Bild ist auch sehr, sehr stark, genauso auch wie über die W. Da kommt richtig, richtig guter Schaden. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen, als auch, ich habe natürlich auch mit ein paar Leuten von mir gesprochen. Und all diejenigen haben mir gesagt, ey, probier doch mal die E aus. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Und genau das habe ich gemacht, habe es extrem gefeiert und dachte mir einfach, das muss ich in meinem nächsten Video zeigen, um es euch einfach mal zu demonstrieren, wie krass sie abgehen kann, auch Wombo-Kombo-mäßig. Das werden wir hier machen. Bedeutet, wir haben noch einen Fallstart Rhaegar Stitches Kerrigan und wir spielen gegen Rhaegar Thrall, Li Ming, Artanis und Nova. Und Astrale Präsenz bleibt auf Level 1 erhalten. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen nämlich den Mana-Rack. Und den benötigen wir, um auch ein bisschen unabhängiger zu sein. Was? Eieiei. Schade, dass da nichts reinging gerade. Wir benötigen das Mana bzw. den Mana-Rack, ohne dass wir Health Globes benötigen, so wie es bei Power Hungry der Fall wäre. Und das macht sich halt immer gut. Ihr müsst jetzt nicht Health Globes einsammeln, müsst nicht vorne rumstehen oder so, um euch sozusagen auch auszuliefern. Es kann immer mal wieder passieren, dass ihr gecatcht werdet. Und wenn das so der Fall sein sollte, dann habt ihr als Li Ming doch schon ernsthafte Probleme, da sie halt einfach mega squishy ist, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ich habe jetzt hier gerade mit dem Gegner ein bisschen gespielt, ein bisschen ins Gesicht geben. Das machen wir eigentlich ganz gut, wo ich ganz ehrlich sage, macht mir relativ viel Spaß. Und der Rhaegar, ich weiß nicht. Ah, schade. Ich habe da versucht, den Kill noch reinzukriegen. Sollte jetzt allerdings auf meinen eigenen Arsch auch aufpassen. Nehmen wir mal den Health Globe mit, beziehungsweise ich gehe erstmal tappen und dann geht's wieder an den Start. Also, ich habe den E-Bild ausprobiert und dachte mir nur so, what? Was da für Schaden reingeht, das geht gar nicht klar. Und bevor ich drauf zu... Eieieiei, hier unten ist die richtige Nummer. Go for it. Guck mal, schon mal eben schön die E versemmelt. Danach habe ich wenigstens den Kill mit meinem Mate hier bekommen. Wunderprächtig, so muss es sein. Die E bedeutet, dass wir auch Sustain bekommen. Da gibt es so das ein oder andere Talent, das uns da nochmal so ein bisschen den Arsch rettet, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem Diamond Skin. Da bekommen wir einen Schild, beziehungsweise maximale Lebenspunkte auch noch durch eine andere Geschichte dazu und. Da gibt es einige coole Sachen, die wir uns hier angucken werden, womit wir länger leben, weil Li Ming eben genau aus diesen Gründen auch mega, mega squishy ist. Sie hat halt einfach wenig Lebenspunkte. So. Hier ist ein Artanis, den würde ich mir ganz gerne gönnen. Gucken wir mal, dass wir das reinkriegen. Wunderbar, da sind auch meine CDs wieder alle am Start. Muss jetzt hier bei der Nova aufpassen, die mir nochmal ein bisschen ins Gesicht geben wollte. Muss jetzt auch zurückporten erstmal. Porten wir uns mal direkt hier hinter und dann geht's erstmal zurück in die Basis. Wir sind Level 4 und ich habe ja gesagt, es gibt Probleme mit der Li Ming am Leben zu bleiben. Das wird sich im Laufe der verschiedenen Level ändern, wenn wir eben Talente dazu bekommen. Es gibt aber auch ein ganz kritisches, nämlich Dominanz. Wenn ich an einem Takedown beteiligt bin, Assist bekomme oder selber denjenigen umklatsche, dann kriege ich 25% meiner maximalen Lebenspunkte dazu. Das bedeutet, auch im Teamfight könnt ihr wesentlich länger mit am Start bleiben und das macht dann wiederum einfach nur Laune. Und deswegen raste ich da immer so ganz gerne mit aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht einfach mega viel Spaß. Wir haben auch gerade den Punisher bekommen und können jetzt hier noch ein bisschen eskalieren. Oh, eieieiei. Wenigstens ist er umgekippt, Alter. Ich habe hier noch einen Brunnen zu stehen und du bist erstmal tot, Mäuschen. So, guck mal, hier ist eine kleine Ming-Ming. Ja, boah, ich liebe diesen Schaden, mein lieber Stolli. Ich wollte euch eigentlich noch was anderes demonstrieren, nämlich... wie gut man eigentlich mit... Oh, alter Schwede, Li Ming, die spielt nicht schlecht. Das ist die erste, die wirklich richtig was auf dem Kasten hat, muss ich sagen. Ihr könnt unglaublich gut pushen. Schon im Early Game mit der Q als auch mit der W einfach direkt draufbleiben. Da kommen Damage-Zahlen, Alter. Da können andere Pusher auch von träumen, würde ich sagen. Das ist richtig nice. Das ist wirklich richtig nice. Kipp jetzt hier wahrscheinlich um, einfach weil die Nova mir so ein bisschen am Arsch klebte. Das ist mein erster Tod, den ich jetzt hier habe. Bin schon ab und zu mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Aber die Nova ist halt einfach immer noch ein Hero-Killer. Und auch diese Li Ming hier, da werden wir mal ein bisschen Auge drauf werfen. Sie ist wirklich relativ solide. Der E-Bild wird jetzt durch Level 7 eingeleitet. Nämlich durch Calamity. Nämlich kann ich damit Schaden machen im Umkreis, wenn ich meine E wirke.
Wenn ich mich in den Gegner rein teleportiere, mache ich AOE Damage. Das ist nicht die Welt von dem Radius jetzt selbst her, aber nichtsdestotrotz kommen da ganz gute Damage-Zahlen. Wir sind jetzt bei 369, das ist schon recht solide, muss ich sagen. Und besonders im Teamfight, wo wir durch unsere kritische Masse auch noch unsere CDs runterschrauben können, auf Null, können wir immer wieder und immer und immer wieder unsere E reinknallen. Und das ist so mächtig, Leute, das ist unglaublich fett. So, ich hoffe, dass ich, ich kriege keinen Kill mehr rein, leider. Da war so zu weit weg, wir haben halt auch eine arg begrenzte Reichweite auf unserer E. Das ändert sich zwar noch, aber mit Level 7 denkt jetzt nicht, dass sie die obersten Babos wert, wo richtig, richtig gute Plays raus entstehen können. Klar, es kann gut sein, vor allem wenn der Gegner klumpt, dann hat man doch schon seinen Spaß. Vor allem hier jetzt gerade, guckt euch mal an, da kommen echt gute Schellen. Jetzt habe ich meine CDs alle wieder ready und eskalieren ein bisschen. Es war ein Double Kill. Innerhalb von 0,00 nix einfach nur. Kommen da übelste Schellen. Und das macht mir halt so viel Spaß an der Liming. Und ich glaube, dass ich das mit diesem Video, ich hoffe es auf jeden Fall, dass ich das ganz gut darstellen und einfach mal zeigen kann. So, da ist die Mingming am Start, die gegnerische. Gucken wir mal, ob wir sie kurz umklatschen können. Vielleicht sogar ein epischer Hook oder so wäre riesen nice. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sie pokt nämlich sehr gut. Weil ihr seid ein Poking Master mit der W und der Q. Easy, easy. Ich bleib jetzt hier auch zum Beispiel drin, warte ganz kurz auf den Gegner, werde ihn jetzt meine W raushauen und treffe, zumindest den Arthanas. Es hätte noch ein bisschen besser sein können von der Range, aber das ist okay. E ging an, W, E hinterher und ein bisschen Schaden machen, Leute. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Li Ming ist schon an sich eigentlich gar nicht mal so leicht zu spielen. Ihr müsst euch halt echt hardcore konzentrieren, damit da richtig gute Damage-Zahlen reingehen. Wollte gerade eine Safety-E nehmen. Da hätte ich wahrscheinlich eine offensive R nehmen sollen, um nochmal gute Damage-Zahlen zu generieren. Aber ich denke mal, wir sollten hier ein bisschen deffen. Wir haben nämlich noch nicht allzu große Death-Timer. Von daher ist der Punisher hier noch nicht abgegeben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir deffen ganz kurz. Und wir sind ja auch schon Level 10 jetzt. Und hier skill ich jetzt Wave of Force, weil ich es liebe, die Gegner so ein bisschen... Oh. Ja, da bin ich aus Versehen doppelt... Oder habe ich mich aus Versehen doppelt teleportiert. Das sollte nicht sein. Durch die kritische Masse, durch den CD-Reduce ist das halt einfach ab und zu mal der Fall, dass das so passiert. Ich muss ein bisschen aufpassen auf den Arthanas. Da kommt jetzt gleich nochmal meine Ultimate in dein Gesicht. So muss das sein. Teleport hinterher. Da kommt nochmal die Q. Da kommt nochmal ein wunderbarer Hook. Und damit dürften wir... Ja, voll easy, Leute. Easy! So muss das sein, Alter. 26.000 Damage. Sie ist auf dem zweiten Platz mit 22.000. Da kommt erstmal gar nichts. Spricht für sich der Schaden. Oder, Leute, der Schaden spricht für sich. Und wie gesagt, Level 10, Wave of Force, ich finde das Integrate immer noch cool, sieht optisch nicht nur geil aus, sondern macht auch viel Schaden, vor allem im Hinblick auf PvE. Damit meine ich Camps, Bosse und so. Wenn ihr auch auf Level 20 beispielsweise den Archon habt, dann könnt ihr das schön durchcasten. Das macht sich an sich immer ganz gut. Man kann da wirklich Mana, überhaupt nicht Mana-intensiv, viel, viel Schaden raushauen. Eieiei, da muss ich einer hinstellen. Eieiei, ich habe da gerade eben schon gerochen, dass da ein schöner Double Kill oder sowas mit reingeht. Hier nochmal ganz kurz mit der E reingegangen. Muss ein bisschen aufpassen. Eieiei, da wird jetzt gleich nochmal abwundert. Guckt euch das an. Double Kill war am Start und damit habe ich automatisch 50% von meinem Leben bekommen. Leichter geht's gar nicht. Ihr braucht halt einfach nur darauf hoffen, dass euer Team nochmal ein bisschen eskaliert mit euch. Und dann ist das relativ einfach. Mega entspannt. Mega entspannt. Drück mir mal ein bisschen Disintegrate in mein Köpfchen. Ist das ein... Ah, das hat sie gut gemacht. Das hat sie gut gemacht. The Epic Battle. The Epic Battle war am Start und sie kippt dich mal um. Sie hat mich outplayed gerade. Muss auch mal passieren. Weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Sie hat mich einfach rasiert. Sie geht... Gucken wir mal. Wir können mal ganz kurz reingucken, was sie geskillt hat. Okay. Dass sie nochmal zusätzlich eine E bekommt. Und die Mana-Kosten runtergehen, wenn sie keinen Schaden bekommt über einen längeren Zeitraum. Sie hat die Wegeskill, dass wir in die Mitte gezogen werden von der W. Danach macht sie auch Schaden über ihre E und Disintegrate. Wie gesagt, die Ultimate, die ist ganz nice. Definitiv, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, durch diese Wombo-Kombo oder durch dieses Potenzial, wenn ihr Gegner tötet oder daran beteiligt seid und ihr dann eure Ultimate automatisch wieder ready habt, die ich zum Beispiel auch ab und zu mal für Camps nutze übrigens, wollte ich an der Stelle mal erwähnt haben, macht sich das ganz gut. Jetzt habe ich schon den Gedankensprung gehabt zu Illusionist. Da habe ich schon mit der Range gehofft, beziehungsweise hatte ich schon direkt im Kopf am Start, dass ich eben mehr Range habe, was ganz wichtig ist. Nämlich insgesamt 50%, alter Schwede, 50% mehr Range auf unserer E. Und wenn ich auf einmal 50, alter Schwede, ich muss hier ganz kurz ausrasten.
Es geht leider nicht. Es geht leider nicht. Die Gegner sind gut am Start. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht noch einen Kill reinkriege. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Danach geht es auch auf die Talente nochmal ein. Es ist ein bisschen... Wir wollen ja hier sicke Plays raushauen, Leute. Da kommt nochmal... Ja, ja, ich weiß nicht, ob... Ich gehe da rein. Ah. Und gehe auch wieder raus. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Es läuft, Alter. Es läuft, Leute. Ja, ich habe nicht getroffen. Oh, damn it. Habt ihr das gesehen? Übelste Concentration am Start gewesen gerade. Mein lieber Scholli, Alter. Mein lieber Scholli. Das war episch gerade. Das war richtig, richtig nice. Putz. Ah, im falschen Moment. Aber damit haben wir den Kill trotzdem noch gekriegt. Alter Schwede. Alter, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dieses Potenzial, da reinzuknallen, ist einfach nur mächtig. Ah, okay, also Level 13. Illusionist. Mehr Range auf der E. Das heißt, ihr könnt noch mehr reingehen, mehr ins Face gehen. Immer wenn die Gegner so 50% oder weniger Leben haben, könnt ihr wissen, dass wenn ihr, oder davon könnt ihr ausgehen, wenn ihr eine Combo landet und dann mit eurer E reinspringt, dass ihr den Kill kriegt, dadurch alles wieder ready habt und dann weitermachen könnt. Deswegen bin ich da immer so sehr heiß drauf und konzentriere euch genau ab diesem Moment extremst, um da möglichst 3, 4 Leute zu holen. Hat ganz gut geklappt. Und wenn ich auf einmal 15% oder mehr von meinen Lebenspunkten sozusagen einbüßen muss, weil ich Schaden bekomme, dann habe ich automatisch wieder einen Stack auf meiner E-Ready. Sehr, sehr nice, was hier gerade wieder passiert. Gehen wir mal rein. Hier geht nochmal raus. Die ignorieren mich gerade, was ich ganz gut finde. Jawohl, vielleicht... Ah, da ist jetzt die Nova natürlich genau. Jawohl und jawohl! So muss das sein, Leute. So muss das sein. So, da kommt eine W hinterher. Reinknallen. Und damit haben wir den nächsten Punisher am Start. Und sind mittlerweile schon Level 16. Sehr, sehr schön. Level 16 ist nämlich wichtig. Ganz, ganz wichtig. Diamond Skin. Auch wenn man den E-Bild nicht spielt, ob man die Q oder die W verbessern möchte, Level 16 ist Diamond Skin schon fast ein Must-Have. Wenn ich mich teleportiere, bekomme ich einen Schild. Für 4 Sekunden... in der Höhe von 25% meiner maximalen Lebenspunkte. Und das ist wieder eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, Leute. Denn ihr wollt möglichst lange wirklich am Leben bleiben. Und das könnt ihr hiermit getrost tun. So, da kommt eine W hinterher. Dann kommt hier nochmal ein Blink. Und nochmal ein Blink. Na, noch nicht. Nee, kein Blink. Ich hatte meine E leider noch nicht ready. Q hinterher. Hier jetzt nochmal ein Blink reinknallen. Bin ich out of Mana. Muss ein bisschen warten, bis ich wieder Mana rankriege. Und dann kann es auch gleich wieder weitergehen. So, bei dieser Wombo-Kombo ist es so ein bisschen das Problem, dass Mana relativ schnell eben down ist. Ihr habt halt einfach relativ einen hohen Mana-Verbrauch, muss man ganz klar sagen. Aber das soll euch erstmal nicht daran hindern, schöne Kombis rauszuhauen. Ihr müsst dann halt immer ein bisschen gucken, okay, muss ich jetzt vielleicht sogar zurückgehen. Malfurion passt da eigentlich auch immer ganz gut rein, muss ich sagen. Ich liebe es, wenn ich noch einen Mana-Spender mit am Start habe, der wird dann einfach so nochmal hier, komm, nimm 200 Mana oder so, das ist richtig, richtig nice. Ihr habt es ja gerade eben gesehen, durch diese Wombo-Kombo, dadurch, dass ihr eure Ultimate öfter raushauen könnt, die ihr dann, oha, auch nochmal ein bisschen mehr Mana kostet. War das gerade ein Bait oder was? Ich glaube, das war gerade ein Bait. Na komm, ich hau da gleich nochmal. Jo, da bin ich nochmal raus, ganz kurz mit meiner E. Sehr schön. Arthanas könnte mich jetzt auf Fokus, macht allerdings nicht. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Wege hinterher, aber ich sollte mich jetzt erstmal zurückziehen. Das ist alles too greedy. Ich würde sagen, wir müssen hier weg. Wir haben auf der Top-Lane was am Pushen, in der Mitte was am Pushen. Das sollte alles ausreichen. Ich glaube, wir geben uns gerade ein ganz gutes Battle. So, deren Li Ming als auch ich. Macht mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Sehr schön. Also, wir kriegen ein Schild. Damit ist dieser E-Bild eigentlich komplett. Und auf Level 20 bin ich mir oft nicht sicher. Generell dadurch, dass ihr so oft eure Ehren macht und wenn ihr eure ganzen Cooldowns wieder ready habt durch den Teamfight, wenn Gegner umkippen, ist es, ich finde es ein bisschen schwer, die ganzen Abilities so zu timen, dass ihr mit Rashas abgehen könnt. Also wenn ihr die Abilities nicht zweimal Q hintereinander drückt sozusagen, sondern eine QWE beispielsweise, dann habt ihr 20% mehr Bonusschaden, solange ihr das eben aufrechterhalten könnt. Ich glaube, das ist in dieser Wombo-Kombo Special Shit Action unglaublich anstrengend und schwierig hinzukriegen, weil ihr manchmal nicht wisst, okay, jetzt muss ich mich vielleicht zweimal hintereinander teleportieren oder so. Kann ja auch mal sein, weil ihr eben noch mal ein Schild benötigt.
Und deswegen finde ich das relativ anstrengend. Repulsion, wenn ihr sowieso schon die Wave of Force geht, mehr Distanz, mehr Reichweite und dann noch eine erhöhte, oder der Knockback wird dann auch nochmal stärker. Das ist immer ganz fett, muss ich sagen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt auch gleich auf Level 20 skillen. So, hier ist ein Thor, der erstmal mit seiner Ultimate reinknallt. Oh, jawoll. Eieieiei. Jawoll. Easy. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Ist das gerade sexy gewesen? Unglaublich. Ich glaube, das war innerhalb von 0, nix, Alter. Das war ein Triple Kill. Guck mal, die sind fast alle gleichzeitig umgekippt. Sehr schön. So macht das Spaß, Leute. So macht das Spaß. Damit kriegen wir auch den nächsten Punisher. Und deren Li Ming konnte da ging jetzt auch gerade allzu überhaupt nicht so viel ausrichten. Ich glaube, wenn man es, wenn ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn es ins Rollen kommt, dann rollt es auch wirklich so richtig los. Das ist sozusagen der dicke Train. Eieiei, da tut es mir ein bisschen leid. Macht's aber gut, muss man wirklich sagen. Das ist eine sehr. Oh, guck mal an. Macht sie echt gut. Sie hatte sich direkt nochmal hinterher geportet. Und auch hier portet sie sich nochmal weg. Wunderprächtig. Da kommt meine Ultimate, um dich umzuklatschen, Baby. Ich hoffe, das kannst du mir verzeihen. Also, die Li Ming ist generell ist Li Ming sehr skill-lastig. Die ganzen Abilities im richtigen Zeitpunkt rauszuhauen, wobei da man nicht immer von einem richtigen Timing sprechen kann, meiner Meinung nach. Das kommt halt einfach irgendwie so. Ihr probiert halt einfach aus, was gut passt, was gut hin... Ich weiß jetzt auch nicht immer, wann ich in welchem Moment welche Ability einsetzen soll. Es passt halt einfach meistens. Es ist so ein Gefühl. Es muss ins Gefühl übergehen, dass ihr halt einfach denkt, okay, es fühlt sich richtig an, jetzt eben diese oder jene Ability rauszuhauen. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht viel sagen. Es ist keine Philosophie. Man muss jetzt nicht komplett genau wissen, in welchem Moment was perfekt passt. Man hat es halt einfach irgendwann im Gefühl. Man hat es halt einfach irgendwann drauf. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich damit zurechtkam. Ich habe auf dem PTA sehr viele Custom Games auch gezockt mit Leuten, weil das die einzige Möglichkeit war, am Ende in ein Spiel zu kommen. Weil die so mit einer Stunde im Quickmatch, damit könnt ihr schon mal rechnen. Aber sehr schön, dass es so gut geklappt hat gerade. Dass ich euch das ein bisschen demonstrieren konnte. Es war auch ein, zwei Momente dabei, wo ich jetzt nicht ausgerastet bin. Wo ich jetzt nicht richtig dolle reinknallen konnte. Das passiert aber. Und David ist das Nonplusultra, bin ich der Meinung. Ich glaube, das ist der stärkste Bild, den es gibt. Q als auch die V, die machen viel Spaß, haben allerdings alle oder alle beide so ihr Limit. Da geht es irgendwann nicht mehr weiter. Die W ist stark davon abhängig, wie sich der Gegner bewegt. Wenn der Gegner das genau weiß, ihr braucht jetzt 80% eurer mehr Range auf eurer W, dann macht halt einen Schritt auf euch zu. Und dann habt ihr halt eure 7 Sekunden CD drauf oder so. Und wenn nur darüber der Schaden kommt, dann kann er sich euch da einiges an Schaden oder kann euch da dementsprechend den Damage wegnehmen. Die Kuh macht viel Spaß, die werde ich wahrscheinlich wann anders nochmal zeigen. Die ist auch sehr mächtig, vor allem wenn es ins Richtung Single Target Damage geht. Macht auch unglaublich viel Spaß, aber die E ist das Nonplusultra. Deswegen war das auch mein erster Guide. Ich wollte es am Anfang selber nicht wahrhaben, aber ihr habt es gerade eben gesehen, wie mächtig und wie umfangreich und wie stark das Potenzial ist und was man alles mit der guten Li Ming anstellen kann. Und ich hoffe, dass es euch was gebracht hat und gefallen hat natürlich. Dann lasst mir doch einfach den Daumen nach oben da. Stay tuned, das war Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.